So, 20 Jahre FCI und wir kommen zur ersten Runde in unserer Pressekonferenz, in dem, wie ich gerade gehört habe, beide noch nie waren, wahrscheinlich, aber bei der Aufstiegsfeier waren sie auf alle Fälle schon mal hier. Ich begrüße einen Herrn, der von 2011 bis 2016 bei uns war, den Bundesliga-Aufstieg mit dem FCI gefeiert hat, 151 Spiele für den FCI, 54 Mal zu Null gespielt hat. Hier ist Ramazan Rambo Öcan. Herzlich willkommen, Rambo. Danke. Dann darf ich begrüßen den langjährigen Kapitän der Schanzer und Rekordspieler mit 278 Spielen, 11 Tore, 10 Vorlagen, 25 gelbe Karten, darüber wird zu sprechen sein, eine rote Karte, Über hat die aber auch schon, können wir reden. über die können wir reden, 3 Spiele mit Kamerun, eines zusammen sogar mit seinem Bruder. Wie ich erfahren habe. Herzlich willkommen, unser Capitano Marvin Martip. Habe die Ehre. Wir beginnen mit Rambo. Rambo, was machst du derzeit? Weil bei so einem Treffen fragt man sich, was machen unsere, ja, in Anführungszeichen, altgedienten Spieler momentan? Aktuell bin ich ein sehr glücklicher Hausmann. Ja, und wir sind mit der Familie zurückgekehrt an den Bodensee. Und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich ein Familienmensch bin. Habe jetzt mal meine Mädels gut angebracht am Bodensee. Und aber jetzt kribbelt es schon wieder in den Fingern. Als Trainer. Als Trainer. Als Trainer wird man vielleicht Rambo noch irgendwann mal sehen. Ich hatte natürlich bei diesem Interview ein paar Leute, die mir geholfen haben. So hat mir auch ein Vöglein gezwitschert, dass Rambo mitunter die besten Laufzeiten hatte im Training, was Spritzigkeit. Also er war schneller als mancher Torjäger, obwohl er Torwart war. Hast du diese Werte im hohen Alter immer noch? Ja, du, da habe ich nicht verlernt. Bringt dir das was beim Golfen? Oh, ne. Ja, das war es natürlich wieder, gell? Nee, beim Golfen hilft natürlich nur die Technik, ja. Und da hilft die Kraft leider gar nichts. Aber trotzdem hat es mir beim Fußball sehr viel geholfen. Bei der Meisterfeier habe ich gehört, auch wieder dieses berühmte Vöglein, du hättest den Fotografen eine Bierdusche verpasst. Haben sie sich danach noch beschwert? Nee, Sind die Geräte alle in Top? beschwert hat sich keiner. Ich glaube, da hinten steht er schon wieder und lacht. Ich glaube, die sind alle gut versichert. Und wer natürlich bei der Meisterfeier um die Ecke steht, ist selber schuld. Der muss damit rechnen. Absolut. Ich kann mich auch an eine ganz schöne Anekdote. Bis dahin hatte ich ja immer durchgesagt, bei der Aufstellung Ramazan und die Fans dann Özcan. Und auf der Bühne hast du dann gesagt: So, Freunde, jetzt ist Schluss, ich bin der Rambo und fertig. Kannst dich da noch erinnern? Ja, man, ganz klar. Und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich ein gerader Typ bin und über vier Ecken brauchen wir nicht quatschen. Ich bin einfach der Rambo und für jeden und ich bleib der Rambo. Fertig aus. Das ist so. Deine schönsten Erinnerungen an den FCI? Boah, es sind zu viel. Es sind ganz viel. Wir haben Zeit. Ja, es sind ganz viele Erinnerungen. Und da möchte trotzdem Danke sagen an alle, weil auch irgendwie habe ich es oben schon gesagt, es fühlt sich alles sehr vertraut an. Ja. Bin sehr gerne in Ingolstadt, bin sehr gerne hier. Auch vorher wieder die Sicherheitsleute von Anfang an, alleine die, wie die einen begrüßen und jetzt da oben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, alte Weggefährte und Freunde, die jetzt weniger mit Fußball zu tun haben, die man hier kennengelernt hat. Ich glaube, ein Riesendank geht auch an die, weil als Sportler musst du dich zuerst auch wohlfühlen, um dann Leistungen zu erbringen. Und deshalb bin ich echt auch stolz, wieder hier dabei zu sein. Ist wie nach Hause kommen, oder? Ja, nach Hause. Daheim ist schon da, wo meine Familie ist, aber es ist so eine zweite Heimat und das zweite Wohnzimmer, als ich jetzt da oben saß und das Video sah, hat man schon Gänsehautfeeling und wir haben hier schon ein paar Kämpfe abgeliefert. War schon eine coole Zeit. Dann frage ich natürlich auch logischerweise nach deinen nicht so schönen Ereignissen hier in Ingolstadt, falls es welche gibt. Ja, waren gar nicht so viele, aber eines der wenig schönen Ereignisse war sicher, so intern zu wissen, man verabschiedet sich jetzt hier. Ich habe sogar Bilder hier von ihm gemacht, wie
wie ich meine kleine Tochter am Arm habe und eine Runde hier gehe. Innerlich wusste ich, dass ich gehe, aber es war noch nicht offiziell. Und das war für mich innerlich sehr traurig, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber ansonsten haben wir hier viel gefeiert, viel gefightet und hier mit Marvin viel, viel erlebt und habe trotzdem ganz viele positive Erinnerungen. Unsere erste Tochter kam in Ingolstadt auf die Welt und ja, eigentlich rundum glücklich. Was wünschst du dem FCI für die Zukunft? Nur das Beste. Hoch in die Bundesliga. Und klar, reden kann jeder. Es ist ein langer Weg, harte Arbeit. Aber das ist, wie gesagt, wenn ich hier sage, ich fühle mich hier wie fast zu Hause, ist mein zweites Wohnzimmer. Da wünsche ich nur das Allerbeste, dass alle gesund bleiben, auf jeden Fall. Und dass alle ihre Wünsche, Ziele erreichen. Und aus meiner eigenen Karriere kann ich nur sagen, man sollte groß träumen, weil sonst erreicht man nichts Großes. Und deshalb sage ich, hier ist alles möglich und ich glaube, wir werden alle den Weg verfolgen. Und in diesem Sinne nur das Beste. Jetzt schaue ich zu dem Mann rüber, der zu uns beiden haartechnisch so gar nicht passt, gell? Obwohl man erwartet hätte, dass er auch so grau wird wie wir. Ja, der hat wenig Stress im Leben. Da sind wir auch schon beim Stress. Marvin, TSV, SV Hunszell, spielst du da noch? Ist das noch aktuell? Offiziell eigentlich schon noch, aber ja, diese Saison habe ich noch kein Spiel gemacht. Deswegen, ich muss erstmal wieder den Körper in Form bringen und dann werde ich auch wieder zum SVH zurückkehren. Und dann auch da Erfolge feiern. Das hoffe ich doch, ja. Wie bei uns damals. Studiengang Sportbusiness Management abgeschlossen. Sagt man da auch mit Summa Cum Laude oder? Bachelor of Arts. Bachelor of Arts, aha. Was kommt danach? Das ist eine gute Frage. ja, das ist jetzt gerade hier mein Bewerbungsvideo und deswegen, nee, Spaß. Also ich bin jetzt wirklich gerade noch im Bewerbungsprozess und will aber in die freie Wirtschaft. Muss jetzt nicht unbedingt was mit Fußball oder Sport zu tun haben, deswegen habe ich jetzt so meine Fühler in alle Richtungen ausgeschreckt und habe mich parallel so ein bisschen weiterentwickelt und hoffe, dass ich ja, demnächst anfangen kann. Ansonsten bin ich wie Rambo, glücklicher Familienvater. Ja, das macht einen einfach glücklich, auch nach den ganzen turbulenten Jahren und erdet einen und gibt einen auf jeden Fall eine Menge Kraft und die will ich jetzt wieder in den nächsten Monaten ja, in irgendwas Sinnvolles umsetzen. Du hast es angesprochen, im Januar kam das Kleine zur Welt. Letztes Jahr September. 23, genau. Gab es nicht 22. So viel, genau. Da gab es ja wohl nicht so viel Schlaf für dich. Hat sich das gebessert? Nein. da bin ich auch. Das ist auch ein Bewerbungsvideo, wenn irgendjemand wirklich gute Tipps hat. Ja, die Nächte sind immer noch kurz, aber ich glaube, das gehört dazu. Und am nächsten Morgen, wenn dann die Kleine, hallo, und du denkst dir, ja gut, okay. Hallo. Das ist schon mega und gibt einem dann über einen Tag für die Nacht dann noch wieder Kraft. Mittlerweile, vielleicht liegt es dir auch, weil du ja Papa bist, den Job als mittlerweile beim Kids und Teens Club als Kapitän. Was ist da deine Aufgabe genau? Naja, es ist ein repräsentativer Job. Ich versuche halt wirklich so den Nachbau der Fans so ein bisschen aufzubauen. Ich glaube, dass ich ja, wenn man sich das überlegt, seit wann ich da bin, 2010, und mir da die Fankultur beim FC angeguckt habe und was dann so über die Jahre gewachsen ist. Da ist was gewachsen, aber da muss was nachkommen. Und gerade in der Region hat man es halt nicht einfach, nicht weit nach München, nicht weit nach Nürnberg, nicht weit nach Augsburg, nicht weit nach Regensburg, ich könnte jetzt weitermachen. Es geht darum, ja, auch die Jugend für den FC zu gewinnen und da will ich meinen Beitrag leisten und freue mich auf Sachen, die da noch kommen. Mhm. Dann natürlich auch für dich drei Fragen. Deine schönste Erinnerung beim FCI? Ja, ich kann mich da anschließen. Ich habe da wie Rambo sehr, sehr viele positive Erinnerungen. Ja, jetzt bin ich nicht ganz so klischeehaft und sage, es ist die Aufstiegsfeier oder der Aufstieg gewesen, sondern ja, wir hatten davor in den Jahren auch immer wieder Aufholjagden und ja, die Nicht-Abstiegsfeiern, die waren
ähnlich intensiv wie die Aufstiegsfeiern. Deswegen, da will ich mal eine Nicht-Abstiegsfeier nennen. Mir fallen da Weihnachtsfeiern ein, Rambo, oder? Die waren auch sehr legendär bei uns. Kein Kommentar. Du weißt jetzt gar nicht, worauf du hinaus willst. Nein, so halt. Ich fand ja auch, dass unsere Weihnachtsfeiern auch immer sehr schön waren. Ja, war sehr schön, war super organisiert vor allem. Ja, so wie heute. Ja, auf jeden Fall. Deine nicht so schönen Erinnerungen, Marvin? Ja, der Abstieg aus der ersten Liga. Wir waren nicht lange da, aber es hat sich richtig und gut angefühlt. Und ich glaube, ich spreche dafür alle, dass wir gerne noch ein bisschen mehr Zeit da verbracht hätten. Und es auch einfach unnötig war, in dem Jahr abzusteigen. Ja, und für mich persönlich natürlich auch so ein bisschen der Abschluss, der Abschied. Ja, ich glaube, heute ist kein Tag, um irgendwo an die traurigen Geschichten zu denken, sondern es geht daran, in die Zukunft zu gehen, denken und eben auch an die schönen Dinge. Du hast es angesprochen, Zukunft. Was wünschst du uns in der Zukunft? Erstmal persönlich wünsche ich der ersten Mannschaft, dass sie jetzt aus dem Spiel von gestern halt wirklich viel Kraft ziehen, dass sie eine Serie starten, dass sie es dann wirklich irgendwann selber in die Hand haben, ob es jetzt zum zweiten Platz reicht oder wenn es dann eben der Relegationsplatz wird, aber dass sie es selbst in der eigenen Hand haben, das traue ich der Truppe zu, dem FCE weiter Konstanz, dass sie weiter ihre Marke in der Region auch etablieren können, dass das Stadion voller wird und dass wir in 20 Jahren hier wieder zusammenkommen und dann nicht über dritte Liga sprechen, sondern dann vielleicht über die zweite Liga, die unser Zuhause geworden ist. Danke dir. Dann zum Abschluss lasse ich euch die Fragen stellen. Und zwar, was Ramazan Özcan schon immer Marvin Rambo. Rambo. Okay. Was Rambo schon immer Marvin fragen wollte. Jetzt hast du die Gelegenheit. Gibt's nicht. Ich hab den 5 Jahre jeden Tag gesehen. Da müsste dir doch eine Frage einfallen dazu. Da haben wir es doch davor alles geklärt. Ah, okay. Marvin, fällt dir was ein, was du gerne Rambo fragen würdest? Eigentlich, warum er so schnell war. Nee, da muss ich nochmal eine kleine Anekdote rausholen. Rambo war immer bei den 30-Meter-Sprints teilweise, je nachdem, wer vor den Spielern vor ihm war, der schnellste Spieler dann. Und dann kam Stefan Leitl. Danke, Coach, dass du dann die Ehre der Spieler hochgehalten hast und immer ein bisschen schneller als Rambo warst. Und das war auch wichtig. Sie haben die Möglichkeit, dies zu revidieren oder zu bejahen. Er hat recht. Ich danke euch beiden für dieses tolle Interview und ich wünsche euch beiden für die Zukunft alles, alles Gute. Rambo, lasst euch mal wieder sehen. Bei dir ist klar, du wohnst hier um die Ecke, da sieht man sich ein bisschen öfter. Bei Rambo, lass uns mal nicht nur bei Geburtstagsfeiern treffen, sondern auch öfter hier im Stadion. Gerne. Gerne. Lad mich mal ein. Mach ich. Und wir hören uns dann wieder zum nächsten Interview gegen 22 Uhr, auch mit zwei Weggefährten des FC. Ihnen noch oben viel Spaß, genießen Sie es. Gehen Sie auch mal oben in unser Museum, gucken sich da alles an, kommen Sie in den Austausch mit den Spielern. Es ist wunderbar eigentlich heute Abend hierher zu kommen, so viele Gesichter zu sehen, die man kannte und schon lange nicht mehr gesehen hat. Ich glaube, so eine Möglichkeit bietet eben nur so eine 20-Jahr-Feier. Auf jeden Fall. Das Leben ist so schnelllebig geworden und ich glaube, es war schön heute oder ist immer noch schön, alte Weggefährte zu sehen. Und in diesem Sinne auch danke an dich. Ich kenne den Verein seit 2011 sehr intensiv und kann mir eigentlich auch kein irgendwas Mediales vorstellen ohne Italo. Es ist immer alles, was in den Medien so mit Gesprächen, Interviews, manchmal auch mit Blödsinn zu tun hat, bist du da? Gehört auch dazu. Ja, ich meine, wir zwei haben auch schon Schlachten geschlagen hier, wenn du mich immer aus der Kabine geholt hast nach Niederlagen und ich eine Krawatte hatte. Und in diesem Sinne auch dir danke, Italo. War eine coole Zeit. Und das nächste Mal Rambo, okay? Rambo, also. Ich merke es mir das.
Eigentlich hätte ich es wissen sollen. Marvin, dir auch Dankeschön. Genieß diesen Abend noch, so wie wir alle. Und wir sehen uns bestimmt bald wieder. Ja, vielen Dank und auch nochmal danke an alle Beteiligten. Und auf den Weihnachtsfeiern war es immer so, ab einem gewissen Zeitpunkt hat Peter Jagwart dann gesagt, die Bar ist ab jetzt frei. Und ich hoffe mal, dass die Bar ab jetzt auch sowieso schon frei ist. Also viel Spaß euch allen. Danke Ihnen. Bis später. Tschüss.